Tischtennishelden. Conquer the Table. Hallo Tischtennishelden, heute stelle ich euch mal den Julien vor. Der ist 23 Jahre jung, spielt seit 15 Jahren Tischtennis, hat in der letzten Saison noch in der Herren zweiten Kreisklasse oben gespielt. Nächste Saison spielt er direkt Kreisliga, also zwei Ligen höher. Hat etwas um die 1350 Punkte und wir werden heute an den hohen Bällen arbeiten. Wir haben jetzt erstmal eine Ist-Analyse. Wir fangen mit Vorhand Konter an. Da sieht man schon sehr klar, dass er immer einen Drang von unten nach oben hat. Also er will den Ball auch eher streifen, anstatt durch den Ball durchzugehen. Das bestätigt sich auch beim Vorhand Topspin. Also der Schlagansatz ist sehr, sehr tief hier und geht dann steil nach oben, gar nicht nach vorne. Ihr seht auch, der Schläger ist oft über dem Kopf am Ende. Und die Bälle verhungern auch oft im Netz, weil einfach keine Power ist. Der Ball wird gleich nach vorne beschleunigt. Rückgangkonter haben wir zwar hier auch kurz angespielt, ist aber jetzt bei dem Thema nicht so wichtig. Deswegen werden wir das nur mal einblenden. Ja, und hier kommt sein häufiges Problem. Nach seinem guten Vorhandaufschlag soll ein zu hoher Rückschlag zurückkommen. Und dann kommt halt der Fehler, dass er diese hohen Bälle nicht verwandeln kann. Ihr habt es gerade gesehen, Schlagansatz ist oft dann zu niedrig und geht steil nach oben und die Bälle verhungern. Auch bei kurzen Bällen bewegt er sich nicht gut. Und ihr seht, der Ball wird gar nicht nach vorne gespielt und auch die ganze Beinstellung ist sehr aufrecht. Er setzt gar nicht seinen Körper ein. Viele Bälle gehen halt drüber oder verhungern im Netz. Das ist auch ein häufiges Problem. Er will diese Bälle dann auch oft ziehen. Die können aber dann auch zurückkommen, weil die sehr, sehr langsam von ihm sind. Und dann ist halt meistens die Beinarbeit nicht gut. Wir müssen also schwerpunktmäßig daran arbeiten, dass er harte Vorhandschüsse übt, jetzt in dieser Einheit, und dazu werden wir ein paar Übungen machen. Also man konnte es gerade ganz gut sehen an den ersten Spielzügen auch, dass wenn ein hoher Ball kommt, dass du meistens nur die Möglichkeit hast, den weich zu ziehen. Dann kommt aber ein sehr langsamer Ball heraus, der dann eventuell auch zurückkommen kann. Vor allem dann auch in die tiefe Vorhand. Das heißt, wir müssen entweder üben, dass du einen viel härteren Topspin schaffst, oder wir müssen es schaffen, dass du den am höchsten Punkt noch nimmst und dann schießt. Grundsätzlich ist mir jetzt schon aufgefallen, dass du immer sehr parallel stehst und überhaupt nicht deinen ganzen Körper einsetzt. Also es ist ein reiner Zug aus dem Arm und tendenziell gehen die meisten Bälle auch drüber, weil du immer schon beim Einkontern konnte ich da sehen, dass du immer hoch willst. Ja, du willst gar nicht durch den Ball gehen beim Kontern. Und gerade das müsste man beim Schießen natürlich auch schaffen, dass man durch den Ball geht und den nicht noch weiter hochreißt. Denn alles, was über Netzhöhe ist, muss erstmal wieder runter. Beim Vorhand-Topspin brauchen wir natürlich viel mehr Wucht dahinter. Das ist eine Ganzkörperbewegung und kein reines Ziehen. Und da fehlt einfach die ganze Dynamik. Also da müssen wir mehr daran arbeiten, von mehr Gewichtsverlagerung. Und vor allen Dingen musst du auch schräger stehen. Wenn du linkes Bein vorne hast, gehst du automatisch mehr in den Ball rein, auch beim Schießen. Wenn man parallel steht und hier am Rumreißen ist, dann weiß man gar nicht, wie man nach vorne gehen soll. Schießen, Grundregel, immer linkes Bein nach vorne und dann richtig reinlehnen. Dann macht man das automatischer. Diese Sachen werden wir üben. Grundsätzlich gibt es natürlich noch ein kleines Problem bei deinem Spielzug. Oft hast du bei deinen eigenen Aufschlägen sogar Seitunterschnitt gemacht. Und wenn dann jemand drunter geht, der sieht zwar hoch aus, aber da der drunter geht, kommt dann auch dieser Unterschnitt wieder zurück. Der ist nicht so leicht zu schießen, wenn auch ein bisschen Unterschnitt drin ist. Das heißt, auch da müssen wir noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass du reinen Seitschnitt oder reinen Seitüberschnitt auch schaffst, damit der auch noch einfacher zu verwandeln ist. Weil wenn du diesen Seitunterschnitt direkt mit dem einsteigst, dann musst du den zweitens schon eher ziehen, ja, weil immer dann auch ein bisschen Unterschnitt zurückkommt, auch wenn der sehr hoch aussieht, aber da die Leute den zu hoch schupfen, kommt halt Unterschnitt wieder und der ist wirklich ein bisschen risikoreicher zu verwandeln. Das werden wir jetzt in den nächsten Übungen machen. Wir werden direkt mal mit einer einfachen Übung anfangen. Erstmal schießen auf hohe Bälle, auf ganz hohe Bälle, am Anfang nah am Tisch, dann hinten am Tisch, dass du erstmal ein Körpergefühl dafür bekommst. Das werde ich aber gleich alles erwähnen.